Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Ja, klar, safe. Casa Madero, Valle de Parras, Mexiko. Ey, das, also ich finde, sieht fresh aus. Du bist schon wie das Land. Yes, Freunde, was geht ab? Ich bin gerade umgezogen. Ich bin jetzt in der neuen Crib. Die erste Woche war ich ja in der einen Unterkunft und jetzt habe ich eine Woche noch eine andere Unterkunft. Und danach schauen wir, wie es weitergeht. Das ist jetzt schon mal ein bisschen was anderes. Das ist jetzt Airbnb. Hier habe ich eine Küche, hier habe ich ein... Das zeige ich euch gleich alles. Und sie hat mir geholfen gerade. Thank you very much for helping me, yeah? Say hello to my German community. Alright, also wir gehen jetzt rein. Boom. There it is. Hier habe ich dann den Code eingegeben. Auf jeden Fall bin ich hier im Start. Für alle Ladies, die gerade in Tulum sind. Du weißt schon, wie das läuft. Boom. Come inside my crib, motherfucker. Tschüss. Let's go. MTV Cribs, Self Cribs, weißt du. Boiler, geiler Kühlschrank. So kann ich auch endlich einkaufen gehen, mir das Ding hier voll machen. Mal eine Woche so ein bisschen Feeling bekommen, wie das ist, hier so zu leben, weißt du? So, ein Fahrrad steht hier drin. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach nutzen darf oder wem das gehört. I don't know. Hier kann man dann raus. Hier ist auf jeden Fall noch ein kleiner Jacuzzi. Das ist auf jeden Fall eins nice. Ja, und hier sind wir mitten im Dschungel. Das sind die Vibes. Ich feiere das. Ja, man, ist ungefähr gleich so teuer, aber, also gleich teuer wie der andere Crib. Aber hier hast du halt ein bisschen mehr Sachen einfach to do you. Also du kannst hier kochen auch. Du kannst hier frühstücken gemütlich. Weißt du, ich habe eine Mikrowelle. Das ist schon geil. Ich werde mal schauen, ob ich hier mit den Kollegen auch mal quatschen kann. Vielleicht kann man das auch auf Langzeit mieten. Weil das macht schon was her. Ich bin übelst am Schwitzen gerade. Sweating it in, man. Das macht schon was her, der Laden. So. Auch hier jetzt die Dusche und so. Guck mal. Das ist halt schön. So, das ist eigentlich auch perfekt. Stinkt ein bisschen aus dem Abfluss, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ja, is what it is, weißt du, wie ich meine? Hier haben wir noch das Schlafzimmer, geil, fühle ich, Alter. So nice, so tschüss, volle fette Fernseher. Noch ein Helm. Der hier ist für alles gesorgt, meine lieben Freunde, ja? Eine Leiter oder was, Krücken. Get in, man. Show me. Tschüss. Einfach die Krücki-Vibes. Es waren noch Zeiten, wo ich meine Knie-OP hatte. Scheiße. I don't like that, man. Ja, geil. Ich warte auf Laura gerade, wie immer. Laura ist wie immer, also Laura lässt mich wie immer warten. Laura, wenn du das siehst, diese Eigenschaft mag ich nicht. Weiß ich, man. Aber sonst mag ich dich. Ich würde sogar so weit gehen und fast sagen, dass ich dich sogar, I love you, girl. Beste, Laura, beste. Also, ja, this is it. Ich warte jetzt auf Laura und dann geht's ab an den Beach. Stehen Frauen auf motherfucking Muskeln, wie ich, yo. Peace out, man. Oh shit. Laura is checking out some Mexicans, you know what I'm saying? Laura, dein Kleid ist voll schön, ja? Bye bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oh, what's your name? Lola. Ja, Mann, ja, Mann. José. Okay. Nice to meet you, bro. Have a nice day, yeah? Was geht? Was geht? What's going on with your hands, man? Black vibes, kennst du das nicht? Frauen fragen, ob sie auf Muskeln stehen. Oh shit, man. Ich küsse dein Herz. Zeig mal das Foto da von dir. Ist voll schön. Nee, ist nicht schön. Aber es war geil gestern. Was, von yesterday? Mhm. Ist doch schön. Mm. Ja, dein Gesicht so süß, muss ich auch. Kennst du, mein rechter Platz ist leer? Nee, links. Das Smash it out gestern, oder? Nee, der ja, war doch sexy, Digga. Ich hab den gesehen auf deiner Story, kann das sein? Nee. War das nicht der? Nein. Alright. Gerade stehen Frauen auf Muskeln gedreht. Und jetzt sind wir schon wieder hier am Vloggen. Gerade Essen bestellt.
Bester Laden. Raw Love. Auf Lauras Empfehlung, wa? Huh? Oder? Raw Love. Ja? Auf deine Empfehlung, sagst du? Raw. Ja, klar, safe. Ich muss mal aufhören, meine Nasenlöcher zu filmen. Also, ey, guck mal, wie weitwinklig das ist, ja? Halt mal das nah an mich ran, dann wirst du sehen. Ist schon nicht so nah, oder? Ja, geht eigentlich. Hi. Hi. Ich fühle mich auch nicht mehr unwohl, wenn du so nah bist. Nee? Früher habe ich mich auch unwohl gefühlt. Ja? Ich stehe jetzt dazu. Ja? Ich bin halt nicht der Geilste. Ich komm da noch hin. Okay, tschüss. Ja, klar, safe. Wie ist es, meine lieben Freunde? Manchmal ist es schon echt unangenehm mit Laura. Warum? Du kriegst dir Trinken. Warum bist du klein? Normal kriege ich es aber größer und dann diskutiert sie die ganze Zeit. Ich sage, Laura, nimm doch einfach so, wie es ist. Scheiß drauf, Digga. Okay. 6-8, wir lassen das nicht mit uns machen. Immer am Hustlen. Ja, klar, safe. Sheesh. Letztes Mal, wo ich hier war, habe ich gerade Raw Love gezeigt. Dann wollte ich euch das Essen zeigen, dann ist der Akku leer gegangen. Das ist das gleiche Essen. Ey, die Linse. Guck mal, Laura. Guck mal hier kurz aufs Handy drauf. Das ist viel geiler als mit der Kamera, oder? Sei ehrlich. Ja. Oder? Mhm. Ich glaube, ich vlog nur noch mit dem Handy. Ja, klar, safe. Tschüss. Das Trinken ist zu wild. Oha, was ist das? Rote Avocado. Ist das Rote Beete, oder rote was? Rote Beete. Oh mein Gott, ich liebe Rote Beete. Uff, und Hummus da auch drauf. Okay, ich nehme eins davon. Guten Hunger. Oh shit, Freunde. Wir haben gerade zufällig das Jungle Gym hier getroffen. Gefunden. Getroffen. Mass Health. Best Gyms in the world. Okay. So, ich denke mal, ich werde mir hier die Tage ein Workout geben. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Hier seht ihr das grob. Alles schön aus Holz und so. Aber da gehen wir separat in dem Video drauf ein, meine lieben Freunde. Wir werden hier ein richtig geiles Workout durchziehen. Vielleicht auch mit jemandem zusammen. Schauen wir mal. Ach, ich denke mal, mit Laura werde ich hier trainieren, Alter. Wollen wir zusammen hier trainieren? Ich habe gerade gesagt, ich werde vielleicht mit jemandem zusammen trainieren. Bist du am Start, oder was? Safe. Pump it in, Motherfucker. Tschüss. Jetzt mich schon mal. Guck mal, der Typ ist voll krass. Finde ich. Bless him. Jungle Jimmy, denn? Jungle Jimmy vibes. Jungle Jimmy. Jingle Jungle. Let's go. Okay, mach mal Platz. Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Mach mal. Okay. Mexico. Hallo, meine Freunde. Say one time. What? Wie ist you wie das Love? Du bist you wie das Love? Ganz gemütlich, man. Hey Mike, what's going on here, man? How are you? Magic Mike, eh? Hola, ¿cómo estás, amigo? Soy Mike. Hey Mike, do you have Instagram? Follow me. Mickey Zarago. Ja, klar, safe. Casa Madero, Valle de Parras, Mexico. Meine Freund. Or meine Freund. Geil aus. How much is it? $100. Oh shit, much, you know? That's very much, man. No, that's two drinks here. Yeah, that's 500 pesos. You know, just saying. Hey, das, also ich finde, sieht fresh aus. There's one yellow mustard. Oh, mustard yeah. Color would be nice too. This color is nice as well. Do you want to try it on? Yeah. No. But yeah, kind of. Ciao, community. We're taking pictures. Taking pictures. Ich drück da einfach drauf, ne? Das macht ja dann Bilder, gell? Ja, klar. Safe. Krass aus. Thank you.
crazy aus. Sieht geil aus. She's so gorgeous. You're gorgeous. Thank you. Sieh doch mal deine Dinger an. Schätze mein Leben richtig. Ich küsse deine Hände. Mach mal Bild. Damit ich sehe, wie es aussieht. Whiny vibes video. Maybe this color on you. Can I like one second? So like this Kein Problem. Kein Problem. I was never in Switzerland for a year. Freunde, dadurch, dass ich jetzt ein Airbnb habe, gehe ich jetzt kurz einkaufen und mir so die wichtigsten Sachen, so Milch, Müsli, dass ich frühstücken kann, was zu trinken, dies, das. Yes. Ich nehme euch mit, ich zeige euch, was ich gekauft habe. Einkaufsvlog, na Mann. Das war's dann aber auch gewesen mit dem Video. Der brutale Maske, ja. Hey, you got a nice mask, man. You got a nice mask. Alright, ich habe schon Head & Shoulders geholt, Bananen und eine Melone. Ich habe nämlich gesehen, wir haben auch einen Mixer. Ich habe auch einen Mixer. Und da werde ich jetzt mir morgen auf jeden Fall einen geilen Smoothie machen. Noch einen Mango rein. Das ist krass. Die schreiben hier drauf, auf die Produkte teilweise, dass das eine hohe Kalorienanzahl hat. Ja? Das würde ich mir wünschen eigentlich für einige. Das ist so wie beim Rauchen bei den Zigaretten, dass es gefährlich, tödlich sein kann, steht hier einfach mäßig hohe Kalorien. Man könnte auch hinschreiben, Achtung, Gefahr, fett und scheiße auszusehen. Das müssten wir eigentlich in Deutschland einführen. I'm gonna take the Cheerios, you know what I'm saying? Where's the vegan milk at, man? I need to do my vlogs in English too, right? Because I think I'm getting more followers here in Mexico if I'm gonna move here, you know? More English-speaking followers. Is this the only vegan milk? What's korrekte Antwort, na man? Okay, das ist auf jeden Fall, das brauche ich auf jeden Fall. Einmal Vanille und jetzt am besten noch Oat Milk. Soy. I need like Oat Milk, man. Okay, keine Oat Milk, also habe ich einfach jetzt hier Sojamilch genommen. Jetzt brauche ich noch Haferflocken. Haferflocken wird auch schwer, glaube ich. Oats. Where them Oat Vibes at, man. Der süße Lovelock, wie ich ihn. Yes, yo. Zu Hause angekommen. Und ich habe gesehen, der Vibe hier ist auch richtig geil, oder? Mit den Lichtern und so. Fühle ich schon. In dem Haus wohnt auch auf jeden Fall eine Engländerin, habe ich euch vorhin, glaube ich, auch schon erzählt, die schon ein bisschen länger hier lebt und die auch da bleibt. Ich habe heute am Strand auch jemanden getroffen, der wohnungsmäßig ein bisschen am Start hier ist. Ich habe mit dem Instagram ausgetauscht, habe ihn gefragt, wie es aussieht hier wohnungsmäßig, weil ich bin schon definitiv interessiert, hier auch was zu mieten. Ist einfach geil. Dazu aber werde ich dann definitiv, also falls es soweit kommen sollte, nochmal ein separates Video machen.
Hier ist jetzt gleich der Eingang. Wir sind hier wirklich mitten im Dschungel. Das ist schon krass auf jeden Fall, die Vibes, Digga. Ja, Mann. Das ist der Eingang hier. Hola. So. Bist du hier drin? Es ist halt einfach überall, egal wo du hingehst. Du hast die Vibes, du hast Blätter, du hast... Weißt du, wie ich meine? Es ist einfach... Was soll ich dir sagen? Es ist halt einfach anders. Ich rede schon so, als ob ich weine, aber das ist einfach geil. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ich bin auch echt gespannt, wie das ist, wenn man hier lebt, wie sich das dann anfühlt. So. Natürlich gewöhnt man sich auch schnell an die Dinge, aber ja, keine Ahnung. Diesen gewissen Standard einfach mit Sonne, das ist einfach anders. Ne? Klimaanlage, das sieht hier auch alles nicht so koscher aus, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, Schimmel-Vibes sind hier am Start auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss hier. Weil diesen Geruch habe ich schon öfters jetzt gerochen. Die Schimmel-Vibes. Weil die bauen hier nebendran auch gerade aus. Ich glaube, das liegt genau daran. Wegen der Luftfeuchtigkeit, weißt du, was ich meine? Du ölst hier die ganze Zeit. Und ich glaube, dadurch bildet sich halt auch Schimmel so, ne? Auf jeden Fall war ich einkaufen, Fellas. Das Fahrrad ist auch krass, Digga. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ah, das ist sogar meins, gell? Ja, Mann. Krass, Alter, das kann ich einfach benutzen jetzt. Das sieht doch fresh aus mit so fetten Reifen. Und eine kleine Radtour auf dem Nacken. Also ich muss sagen, die Crip, das gefällt mir bis jetzt am besten. Also ich zahle das gleiche wie in der anderen. Voll geil, Digga. Ich weiß jetzt nicht, aber wie scheiße, gell? Yee! Tschüss! Gleich Jacuzzi und dann mache ich das Outro-Video. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Ich habe vergessen, das Outro zu machen an der Stelle. Das ist ein kleiner Zeitsprung. Ich weiß nicht genau, wie lange Zeit. Ich glaube, sogar fast über eine Woche. Ich bin jetzt schon in einer ganz anderen Crib. Dazu gibt es ein separates Video. Ich küsse eure Herzen. Danke fürs Einschalten. Supportet mich weiter mit Kommentaren, mit Liken, mit Teilen. Ich küsse eure Herzen. Bleibt so, ihr seid Be Unique. 6-8 laut. Tschüss.